Willkommen, Freunde, zu einer neuen Episode bei Kevin Volta. Wieder, wie gewünscht, ein Reaktionsvideo. Ich weiß noch nicht, was auf mich zukommt. Ich lasse mich gleich überraschen. Ich muss hier auf Play drücken und dann wird das hier gezeigt. Also ich weiß selber nicht, worauf ich reagieren muss. Mein Kameramann wollte mich überraschen. Wir sind natürlich wieder wie gewohnt im Noah Black Berlin, Frankfurter Allee 27. Die Adresse blenden wir mal hier ein. Immer schön auch auf Instagram folgen, weil dann werdet ihr immer auf dem Laufenden halten wegen geilen Gewinnspielen. Sagt man das so? Test, test, test. 3, 2, 1. You know who it is. Ihr seid dabei. Was denn, meine Freunde? Hier ist wieder euer Simon Desiu. Ich bin natürlich mal wieder... Simon Desiu? Was war der hier? Mit einer netten Dame. Mit Denise am Start. Und wir machen heute... Also Simon Desiu, ich habe den schon mal gehört. Ich kenne ihn persönlich nicht. Ich wusste nicht, wie der aussieht. Ich weiß auch nicht, was der für Videos macht. Also lasse ich mich mal ganz dezent überraschen. Was das bedeutet? Wir machen heute wieder ein Box-Video, denn Inisa, wusstest du überhaupt? Denn das letzte Video habt ihr so gefeiert. Wir haben nach 3 Tagen über 1 Million Klicks bekommen. Nach über 3 Tagen. Boah. Wusstest du das? Nach 3 Tagen 1 Million Klicks? Upsala. Ups. Chapeau, Digga. Da kann man also, nein, mein Spaß. über 1 Million. Kackhaufen. Okay. Er wirkt auf jeden Fall sehr sympathisch. Über eine Million Views. Und dazu habe ich gesagt, weil ich Bock habe, dass wir mehr solche Challenges machen mit den Boxen, dann lass einen Daumen hoch. Und du hast gesagt 50.000. Ich meinte noch so, nee, niemals 50.000, ist viel zu viel. Und Leute, ihr habt erreicht, das weißt du vielleicht selber gar nicht. Über 90.000 Likes. Das ist Alter, was? 96.000 Daumen hoch. Das ist doch gerade mal 3 Tagen. Das Alter, ist richtig heftig. Das ist richtig heftig, Alter. Also werden wir was viel Schlimmeres machen. Ah, vielleicht hätte ich das vorher sagen sollen. Und zwar werden wir das diesmal anders machen. Wir werden nicht schubsen. Nein, wir werden mit dem Roller, den wir hier haben, wir stellen die Kartons hier vorne hin und schauen mal, wie tief der Abgrund ist. Der Abgrund geht locker so 40 Meter. Wir stellen hier die Kartons hin und wenn jemand, dann fährt der andere mit dem Roller gegen die Box, damit rede ich so papa. Und dann werden wir hier runterfallen. Baba. Hoffentlich ich nicht, sondern sie. Aber das ist das Video. Also wir werden ich mit Scootern. Ich hoffe, dass du. Du bist der Frau. Ich bin die Mann, ja. Ich bin die Mann. Normativ Deutsche. Leute auf jeden Fall. Hashtag deutscher Blick. Nein, heute wollte ich, dass wir haben 75.000 Likes. Ist das 75? Das ist aber 75.000 Likes. Das ist ein bisschen übertrieben. Nein, das ist nicht. Letztes Mal haben wir 50.000 gesagt. Ja. Und er hat 90.000 bekommen. Das ist schon so, jetzt wollte ich 75.000. Der Akzent gefällt mir ein bisschen. 75.000 ist schon mal. Okay, ich schaffe 75.000, dann kriegt ihr eine dritte Folge. Ja. Also, ich lasse einfach meine Hand jetzt hier und du kannst High Five gegen schlagen, ne? Sehr schön gemacht. Super gemacht. Hast du super gemacht. Ja, du Feine. Hast du schön High Five gegeben. Ist auch eine Feine, ne? Okay. Jesse? Du weißt auch schon, dass ich das chemische Papier habe. Genießer? Also Genießer. Gino, oder? Chemische Papier. 3, 2, 1. Also, ich muss mich als erstes reindingsen. Okay, dann bist du dran. Such dir gleich einen aus. 3, 4, 5 Elefanten haben wir. 6, 7, 8 Affen wie Simon haben wir jetzt. 10 Elefanten haben wir. Jetzt. 11, 12. Ich kann in Deutsch rechnen. Na, na, na. 13, 14, 15, ja. Jetzt ist mein Time zu den Scheiß. Schub, schub, schubsen, schub. Okay, let's go. Okay. Na ja. 1, 2, 3. Oh mein Gott. Oh. I almost fell. Ich hab so Panik bekommen gerade, ne? Oh, guck mal, wie ich schwitze, Leute. Das war gerade, der Moment war für mich gerade wie ein K.O.-Ausscheidung aller Zeiten. Gut, erstmal zum Glück daneben, würde ich sagen. Aber dann bauen wir den wieder auf und jetzt komme ich dran. Und ich werde schon mit Ansage richtig runterfahren hier gegen dich. Ich hoffe, das geht richtig um, Alter. Vielleicht brauchst du das einfach mal, damit sie richtig redet. Was? Ich war traurig. Warum warst du traurig? Ich hab dich nicht geschubst. Warum so? Hä? Du musst glücklich sein. So, ja, ich hab mich nicht verletzt und so. Aber nicht, ah.
Okay, also. Ja, Gewalt wieder. Die Gewalt, ready? Gewaltsamen Frauen. Okay. Ich werde gar nicht gucken, ich werde direkt drauf. Okay, 3, 2, 1. Oh, oh mein Gott, du Arsch. Du hast mich so erschrocken, du Arsch. Warum nimmst du genau die, die ich hatte? Raus, 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 raus. Ich bin raus. Meine Mama mag nicht dieses Spiel. Sie nicht? Hat mich angerufen und gesagt, was machst du, Simon? Bist du beide blöd? Bist du beide blöd? Genau. Oha, Alter. Oh. Hi. Happy ist nicht fair. Ist nicht fair. Okay, pass auf. Also letzte Chance. Deswegen packen wir einen Karton weg. Ein Karton weg. Natürlich. Ich werde mich jetzt einfach stecken, dann ist die Chance kleiner, also größer, dass du mich triffst. Also ich stehe hier mit all diesen Insekten, das Essen in meinen Arsch und so. Und ich wollte dich einfach reinschubsen und du lügst und stell dir da. Hab ich gar nicht, das war kein Schub. Das hast du gemacht. Okay, der Akzent ist ja schon lustig. Ja. Der wertet das Video auf jeden Fall auf. Simon, der ist auch komm, los geht's. Lustig, also, gefällt mir. Ich suche mir jetzt einen aus und ich schubse. Ah! Okay, nicht schlecht. Hä? Ich hört mein Scheinbeine. Schienbein? Was zum Teufel ist ein Scheinbein? Das Bein, was nicht existiert? Guck mal! Mein Scheinbein! Aua, mein Scheinbein! Hast du das tut so weh? Okay. I'm coming! Oh mein Gott, das ist so. Okay. I'm okay. Endlich mal einer getroffen. Du kleiner Schmutziger, du. Das ist ein bisschen affig. Nee, ohne Scheiß, ich glaube, ich habe irgendwas übertrieben gerade. Also ein bisschen. Should I call the ambulance? Macht der auch Sport, der Simon? Ist ja so viel zu tun. Are you 80 and du musst mal ins Fitnessstudio nehmen. Ich push gerade, warte, das Ding ist, ich push gerade nicht. Okay, cool. Ich glaube, ich habe meinen Dings verkackt. Aber guck die ganze Zeit. Ich kann nicht bewegen. Are you serious? Should I really take you seriously, man? Ja, ernsthaft. Are you sure? Ernsthaft, ja. Okay, then come. Ich glaube, ich kann nicht hoch. Warte, dann komm. Slowly. Ooh. Ooh, okay, don't put that much pressure on it. Oh my God, you really did. Ich habe aufgerissen, meinen Arm. Also Leute, vielleicht nicht zu Hause nach. Dein Arm aufgerissen. Aber ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder um 15 Uhr. Jeden Tag Video. Und 75.000 Likes, da kriegt ihr den dritten Teil. Jeden Tag ein Video macht, ja? Spaß. Hammerhart. Warum bist du es nicht geworden? Ich wollte dich runterkicken, Alter. So dirty. Hätte ich auch lieber gesehen. Strafe. Redest du von dirty, von gerade Schmutz oder von... We just had sex. Was? Aber ich war nicht dabei. Ich weiß jetzt nicht, wovon du redest. Also wer war das? Hä? Erstes Video vorbei, dieses in der Box-Dings hier, war ganz lustig. Kleines Resümee, also Simon, cooler Typ anscheinend, also gefällt mir jetzt sympathisch auch, kommt sehr gut rüber. Freundin, passt mit dem Akzent. Ich weiß nicht, ob es gespielt ist, aber ist auf jeden Fall lustig. Passt beides sehr gut zusammen. Mit einem Euro überleben. Mal gucken, wo mich das hinführt. Mit einem Euro überleben. Unter einen Euro nach Italien, Alter. Nach das alles für so wenig Geld. Und da soll mir einer sagen, mit 1 Euro kann man nichts machen, wir sind in Italien gelandet. Mit 1 Euro. Wir sind heute hier in der Hamburger Innenstadt und ich werde versuchen. 24 Stunden. Ey, das habt ihr noch nie gesehen, das Video. Irgendwie bei anderen YouTubern. Heute werde ich 24 Stunden mit 1 Euro überleben. Mal gucken, wo mich das hinführt. Ich werde versuchen, damit 24 Stunden mit 1 Euro. Ich muss eine Aktivität machen, wie zum Beispiel Achterfahren oder irgendwas, was so Touristen zum Beispiel machen würden. Und noch einiges mehr. Also das alles mit 1 Euro. Ob wir das schaffen? Da bin ich mal gespannt, aber erstmal muss ich, bin ich aber auch 20 Euro tauschen zu 1 Euro, denn ich habe keinen Euro. Und gucken, ob es so geht. Oder warte, kann ich. Ach, schön auf dicke Hose, ich habe keinen Euro. Bestimmt nicht. Musst du 20 oder? Euro tauschen. Da haben wir eine Bank, guck mal. Guck mal, da ist die Bank. Ich werde jetzt mal kurz in die Bank reingehen und versuchen, ob man einen Euro abheben kann. Das packe ich weg. Ich würde sagen, sehen wir uns gleich mal wieder. So Leute, die Frage des Tages hat sich erledigt. Es ist nicht möglich, 1 Euro abzuheben. Aber du kannst dein Geld wechseln. Wir haben den Euro, da bin ich mal gespannt, wie weit wir da kommen. Ich würde mal sagen, oh, Mensch, ich habe Hunger, oder? Hast du nicht Hunger? Lass mal einfach Menschen essen. Ich meine, irgendwas einkaufen gehen mit den Euro und gucken, wie viel wir davon bekommen. Ich muss auf jeden Fall jetzt eine komplette Mahlzeit mir holen. Da bin ich mal gespannt. Wie wär's mit Rewe?
Kuchen mal zugeben, ne? Das kann. Schön teuer. Ich hätte auf jeden Fall Bock auf so ein Seelachsfilet, oder? Schöne. Hier, oder warte, oh, hier, guck mal da eine ein. Ach, richtig, das schöne von ja, das ist nicht so teuer, ne? Räucherlachs, finde ich super. 4,29. Ich kann mir nicht mal, hier so einen schönen weißen Burgunder holen, Alter. Hä? Gibt ja gar nicht so 9 Euro, Mann. Hat er Burgunder gesagt oder Burgunder? Digga, das Leben ist hart, Alter. Guck mal, das Ding, was ist, wenn ich mir einfach mal so, weißt du, wenn ich mir einfach mal so abends so einen Tukan gönnen möchte? Weißt du? Weiß doch nicht, was es ist, aber wenn ich mir einfach mal so einen Tukan. Oh, vegan, oh. Hier, damit kommen wir doch rein, ne? 46 Cent. Immerhin etwas. Nur das Günstige. Unten stehen immer die günstigsten Sachen. Das Wasser kostet schon so viel. Ich glaube, wir kaufen uns nichts zu trinken hier, sondern nur zu essen. Und ich zeige euch ein paar Tricks, wie man mit 1 Euro noch weiterkommt und wie man kostenlos trinken kann. Das war eigentlich kein Witz, das meine ich ernst. Ja, dann würde ich sagen, das sieht auch super aus. Hier, wirklich schön. Guck, hier kriegst du einen Doppelten. Hier krieg ich 2 Brötchen für 29 Cent. Ich nehme auf jeden Fall mal ein Brötchen mit. Einmal mit der Hand, Digga. So, für Essen ist auf jeden Fall gesorgt. Wir holen uns noch ein bisschen Aufschnitt. Gucken wir gleich nochmal. Brötchen haben wir schon mal. Ich zeige euch den Trick mit Trinken. Das war einfach, als ich dachte. Ohne nicht mal fragen. So, ich glaube, ihr wisst schon, wo der Hase hinläuft. Ich wollte jetzt eigentlich natürlich ein bisschen nett fragen, so in einen Laden, so McDonalds oder Starbucks oder wo auch immer. Hey, könnte ich bitte einen Becher haben? Hier war es jetzt neben mir nötig, konnte ich mir einfach nehmen. Das heißt, ihr habt einen Becher, der sogar echt ein bisschen, der ist groß, ne? Gut. Ja, ist doch perfekt, Digga. Für Thumbnail denken also, ich habe Starbucks für 1 Euro, so. Weißt du, das ist nice. Aber jetzt holen wir uns natürlich was zu trinken. Ist gut. Meine riecht natürlich nicht so toll hier, aber wir können uns immer ein bisschen rotten. Warum macht der Sonne? Nee, Wasser ist echt ist Hammer. Schmeckt wie Volvic, Evian. Geil. Geil. Also wir haben jetzt auf jeden Fall unser leckeres Brot, wir haben lecker Trinkgeld. Oh Mann, das ist schon mal. Das war's. Vorbei. Rumstibums. Mein Resümee zu Simon Desue. Scheint ein cooler Typ zu sein. Sehr sympathisch für mich, auch witzig. Also ich habe jetzt Spaß gehabt beim Gucken, hat mich entertained. Super Sache. Daumen hoch für Simon. Welches Video fandst du besser, erstes oder zweites? Das zweite war auch sehr cool. Also das erste Video sind natürlich zwei grundlegende Videos gewesen. Das erste jetzt hier mit ein bisschen Action. Aber das zweite ist auch sehr cool, mit 1 Euro überleben. Mal einen Tag lang, 24 Stunden. Ob er es geschafft hat, werde ich nachher zu Hause mir angucken. Aber hat mich entertained, hat funktioniert. Cooler Typ. Und das war es auch schon wieder von uns. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr mehr Reaktionen wollt, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr weniger Reaktionen sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu abonnieren. Natürlich immer Kevin Wolter oder Wolter Kevin auf Instagram folgen, damit ihr immer auf dem Neuesten seid, was YouTube angeht. Wir sagen Tschüss und bis bald und Ciao!